Es kann immer mal vorkommen, dass man jemanden ad hoc einer Immobilie zuordnen möchte, ganz unabhängig von dessen Suchprofil. Wie das geht, schauen wir uns in diesem Video an. Dazu gehen wir einmal über die Immobilie. Ich habe also eine Immobilie, die ist gerade frisch reingekommen. Ich öffne den Reiter Interessenten und ich werde vielleicht angerufen von jemandem, der gehört hat, dass ich diese Immobilie vermarkten möchte. Er ist sehr interessiert, hat aber kein Suchprofil und existiert vielleicht generell noch gar nicht in meiner Datenbank. Falls der Kontakt schon besteht, kann ich hier über das Zuordnungs-Icon den Interessenten hinzufügen, indem ich nach ihm suche. Nehmen wir mal meine Frau Eigen. Ordne sie hier zu. Und schon ist sie hier an der Stelle mit der Immobilie verknüpft. Falls es ein gänzlich unbekannter Kontakt ist, der noch gar nicht in meiner Datenbank besteht, kann ich hier unten einen neuen Interessenten anlegen. Es öffnet sich die Maske, um eine neue Adresse im System einzutragen. Die wäre dann automatisch auch hier bei der Immobilie verknüpft. Mit Immobilien funktioniert das Ganze auch andersrum. Wir öffnen die Adressen, öffnen eine Beispieladresse, wechseln auf den Reiter Immosuche und dort auf die manuelle Zuordnung und können hier wieder über dieses Zuordnen-Icon eine entsprechende Immobilie verknüpfen. Zuordnen und schon ist derjenige mit der Immobilie manuell verknüpft. Das wäre der manuelle Weg über die Adress- bzw. Immobilienmaske. Das Ganze funktioniert aber auch über E-Mails. Wir gehen einmal in die E-Mail-Verwaltung. Hier habe ich bereits eine E-Mail und hier an dieser Stelle sind sowohl Adresse als auch Immobilie verknüpft. Das gilt als manuelle Zuordnung. Wenn ich hier beispielsweise eine weitere Adresse zuordne, nehmen wir mal Herrn Ravel, den Komponisten. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, diese Adresse soll dem Objekt als manuellen Interessenten zugeordnet werden. Also, dass es wirklich eine Verknüpfung an dieser Stelle gibt. Diese Funktion ist wichtig, denn es gibt natürlich auch andere Kontakte wie Notare, Hausmeister und dergleichen, die natürlich auch mit den E-Mails verknüpft sein sollen, die aber nicht als Interessenten aufgeführt werden unter manuelle Zuordnung. Damit das nicht passiert, kann ich das Häkchen hier einfach entfernen. In dem Fall möchte ich es jetzt aber hinzufügen. Derjenige ist ein Interessent, er ist mit der E-Mail verknüpft. Und wenn ich weitergehen möchte, kann ich sogar sagen, hier unten, dass auf Basis dieser verknüpften Immobilie automatische Suchkriterien angelegt werden sollen. Also ein Suchprofil, damit ich demjenigen noch ähnliche Immobilie anbieten kann. Ordne denjenigen zu. Und wenn wir jetzt in die Immobilie gehen, auf den Reiter Interessenten, taucht derjenige Herr Ravel hier auch als Verknüpfung auf. Falls das nicht der Fall sein sollte, prüfen Sie die Einstellungen des Reiters unter Listenreiter bearbeiten. Hier wird zum einen gesteuert, dass bereits kontaktierte Interessenten nicht mehr angezeigt werden. Die tauchen dann nur noch bei bisher Angeboten auf. Ich kann absagen, ausblenden, wenn also die entsprechende Beratungsebene Absage vergeben ist, dass diese ebenfalls nicht angezeigt werden. Und ich kann Verknüpfungen ausblenden. Also, falls verknüpfte Kontakte nicht auftauchen, nicht dargestellt werden, prüfen Sie einmal, ob hier vielleicht das Häkchen gesetzt ist. So, gehen wir noch einmal zu den E-Mails. Sie haben hier bei dem Zuordnungsfenster ja die Möglichkeit, automatische Suchkriterien anzulegen. Hierzu gibt es in den Grundeinstellungen die Möglichkeit, dieses Häkchen entweder permanent zu aktivieren oder eben immer deaktiviert zu haben. Das hängt jetzt von Ihrer eigenen Arbeitsweise ab. Das Problem ist, wenn Sie beispielsweise Notare oder andere Kontakte verknüpfen und das Häkchen ist immer gesetzt und man denkt nicht daran, es manuell zu entfernen, bekommen auch diese Kontakte automatische Suchkriterien, sodass sie bei anderen Immobilien möglicherweise als Interessenten aufgeführt werden, obwohl sie gar nicht auf der Suche nach einer Immobilie sind. Das schauen wir uns einmal kurz an unter Extras, Einstellungen, Grundeinstellungen, auf dem Reiter Automatisierung und Allgemein gibt es die automatischen Suchkriterien. Und die unterste Option ist die Voreinstellung für automatische Suchkriterien anlegen. Ist diese Funktion aktiv, das speichere ich einmal ab, ist die Checkbox grundsätzlich aktiv. Dann müssen Sie daran denken, die manuell zu entfernen. Andersrum wäre es so, dass diese Checkbox nie aktiv ist. Wenn Sie dann Interessenten haben und möchten, dass ein automatisches Suchkriterium angelegt wird, müssten Sie daran denken, das Häkchen zu setzen. Das hängt, wie gesagt, von Ihrer Arbeitsweise ab. Ich habe das jetzt hier aktiviert, wenn ich nochmal in die E-Mail gehe und das Zuordnungsfenster öffne, sieht man, jetzt ist das Häkchen grundsätzlich aktiv. Es werden bei der Verknüpfung automatische Suchkriterien angelegt.
Wenn ich das nicht möchte, wie gesagt, wenn ich hier einen Notar verknüpfe beispielsweise, muss ich dran denken, das Häkchen wieder rauszunehmen. Das war's zum Thema manuelle Zuordnung, die durch die Option automatische Suchkriterien auch eng mit der automatischen Zuordnung zusammenhängt. Denn durch die Suchkriterien, die bei so einer manuellen Zuordnung geschaffen werden automatisch, tauchen die Interessenten bzw. Immobilien auch in dem automatischen Abgleich auf. Falls Ihnen dieses Video gefallen hat, lassen Sie uns gerne einen Daumen nach oben da. Bei Fragen schreiben Sie uns gerne in die Kommentare. Und für weitere Videos und Tutorials abonnieren Sie gerne unseren OnOffice YouTube-Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.